Herzlich willkommen zu einem Astranox-Video zum Spiel Vizekraken. Ich hatte endlich die Gelegenheit, mal das Ganze selber zu spielen. Ist ein Spiel von fünf oder für 5 bis 11 Spieler. Hier steht auch Best 8 bis 11. Wir haben es zu 9 gespielt. Also ist schon ein Spiel, braucht man immer mal wieder ein paar Leute, kommt also nicht so ganz oft auf den Tisch. Ist das Ganze trotzdem ein Spiel, was uns gefällt? Das wollen wir in diesem Video mal klären. Wurde ja ziemlich gehypt. Ist ein Deduktionsspiel, will also heißen, man schlüpft wieder in so eine geheime Rolle und man muss jetzt versuchen, das Ganze für sein Team oder für sich selbst zu entscheiden. Schauen wir mal rein. Wir haben die kurze Reise gespielt. Für diejenigen, die es nicht genau wissen, was es bedeutet. Es gibt auf der Vorderseite die kurze Seite, seid einfach mal auf der Rückseite die längere Reise. Ihr seid in einem Schiff. Es gibt drei Parteien. Es sind die Piraten, die Segler und es gibt den Kultführer, der dann noch Kultisten sozusagen anheuern kann. Man kann seine Rolle also auch nochmal wechseln. Und ihr seid alle zusammen in so einem Schiff. Jede Partei hat andere Ziele. In dem Fall die Segler, das sind die Blauen, müssen versuchen, das Schiff hier hinzubringen. Die Piraten müssen das Schiff hier hinbringen. Und der Kultführer muss das Schiff hier hinbringen. Oder der auch eine andere Möglichkeit, er muss noch gefressen werden von Kraken, falls möglich. Und jeder bekommt eben so eine Charakterrolle im Vorfeld, sieht sie sich an, verrät natürlich nicht und jetzt müsst ihr zusammen dieses Schiff steuern. Es gibt dann noch eine zusätzliche Rollenverteilung. Es gibt einen Kapitän, einen Leutnant und einen Navigator. Und dann wird es so sein, oder es ist so, dass ihr als Kapitän zwei von diesen Karten hier bekommt, der Leutnant auch. Und nur kurz gesagt, um das Ganze jetzt zu erklären, es gibt 4 Karten, davon werden jeweils 2 rausgenommen und die beiden letzten Karten kommen dann in so eine Schachtel rein. Die sehe ich jetzt gerade auf dem Bild nicht, aber das könnte die Schachtel sein. Und der Navigator nimmt aus der Schachtel eine von diesen beiden Karten und gibt sie dann den Kapitän. Diese Karte zeigt dann immer an, wo das Schiff sich hinbewegt. Also entweder Richtung Westen oder Richtung Piratenbucht, Richtung Seglerbucht. Oder meinetwegen Richtung Norden, Richtung Kultführer. Bucht, sag ich einfach mal. Das Ganze hat dann noch Pistolen, man kann Kapitäne absetzen, man kann dann also Neuwahlen erzwingen im Prinzip, wenn man mit dem aktuellen Kapitän zufrieden ist. Aber diese Pistolen, die kriegt man nicht einfach total easy wieder zurück. Man muss sich also gut überlegen, wann nutze ich sie, wann nutze ich nicht. Dann gibt es auch noch Charakterkarten, die dann manchmal einen Einmaleffekt haben, manchmal einen dauerhaften Effekt. Die könnt ihr dann zu einem bestimmten Zeitpunkt aufdecken und so weiter und so fort. Also hier steckt ein bisschen was drin. Hat uns das jetzt gefallen? Ich sag mal so, mir schon. 3, 4 Mitspielern auch, so 2, 3, denen hat es nicht so gut gefallen. Aber das lag natürlich auch so ein bisschen an dieser Erstpartie. Man muss dazu sagen, wir waren die Segler und die Piraten haben sich relativ schnell geoutet. Und bei diesem Spiel oder überhaupt bei diesen Deduktionsspielen, wenn jemand weiß, was eine andere für eine Rolle hat, dann kann man da, wenn man recht clever agiert, ein bisschen gegen agieren. Was heißt das? Es gibt ja, ich habe ja gesagt, es gibt diese 3 Rollen, Kapitän, Leutnant und Navigator. Wenn diese 3 Rollen immer bei einer Partei bleiben, also bei Seglern als, oder bei Piraten, dann ist es sehr schwer, das Ganze aufzulösen, zumindest war es bei uns in der Partie so, weil mit den Pistolen, sage ich mal, am Anfang relativ verschwenderisch umgegangen sind. Die Piraten hatten keine Pistolen mehr. In dieser kurzen Reise kann man keine Pistolen auffrischen. Das heißt, ihr habt in diesen Abstimmungen, wer jetzt neuer Kapitän wird, keine Möglichkeit mehr, da das entgegenzugehen oder den abzusetzen, weil die Pistolen fehlen. Es gibt Karten, die sagen, der Kapitän wird betrunken, dann muss er sein Amt auch abgeben. Wenn die aber nicht kommt, dann bleibt halt eine Rolle, entweder Segler oder Pirat, immer Kapitän. Und da muss man ein bisschen gegen ansteuern. Das Problem war natürlich bei der Gruppe, die Piraten waren, dass sie jetzt wussten, die wurden entlarvt, die hatten noch keine Pistolen mehr. Und dann haben wir gesagt, okay, du bist jetzt Kapitän und der Kapitän bestimmt über den Leutnant und den Navigator. Und wenn man sich recht sicher war, dass die auf einer eigenen Seite sind, dann, ja, dann kann man das, sage ich mal, ganz gut herunterspielen. Das kann ich mir gut vorstellen und da bin ich auch richtig hyped drauf, dass es in dieser langen Reise natürlich noch ein bisschen anders sein wird. Wahrscheinlich auch. Das ist jetzt nur, warum die jetzt gesagt haben, war nicht so geil, weil sie eine halbe Stunde hatten sie dann, sage ich mal, Freizeit.
Ja, so kann man das, sich das ein bisschen vorstellen. Wie dem auch sei. Interessant auf jeden Fall ist dieser Kultführer, habe ich eingangs gesagt, das ist so eine Art dritte Rolle. Der möchte nämlich von diesen Kraken hier gefressen werden. Das heißt, wenn das Schiff auf so ein Feld landet, dann darf der Kapitän einen oder sollte, muss der Kapitän einen anderen Spieler an den Kraken verfüttern. Wenn das der Kultführer ist, hat der automatisch alleine gewonnen, alle anderen nicht. Ansonsten, wenn das Schiff hier hingesteuert wird, hat er auch gewonnen. Was ich schwierig finde, es gibt drei verschiedene Farben. Rot steht, wenn ihr diese Navigationskarten aufdeckt. Rot steht eben, da geht es Richtung Piratenbucht. Blau für die Segler. Nur bei Gelb fährt halt in Richtung Norden zu diesem Krakending und dann gibt es auch noch Karten. Wenn diese Karte nämlich gezogen wird oder aufgedeckt wird, dann kommen Kultführerkarten noch ins Spiel, sodass es passieren kann, dass ein Kultführer noch einen anderen Spieler, der eigentlich entweder Segler oder Pirat ist, jetzt auf einmal Kultist ist und seine eigentliche Rolle verliert. Diese können aber nur rauskommen, wenn der Navigator eine gelbe Karte pickt. Und wenn man selbst nicht Kultführer ist, frage ich mich, wie häufig das vorkommt, dass diese Karte dann wirklich gezogen wird. Denn ich meine, auch der braucht unbedingt diese Karte, um als Kultführer mehr Einfluss aufs Spiel zu nehmen. Da bin ich mal sehr gespannt, jetzt nach dem ersten Eindruck, wie das auch funktioniert, dass der Kultführer nicht nur so eine Rolle ist, die dann so gut klingt, aber unmöglich ist zu gewinnen. Schauen wir mal. Das Spiel selber hat noch so ein paar Kniffe, die ich auch ganz witzig finde. Man kann auch selber sagen, wenn man Navigator ist und man sieht so zwei Karten, die man nicht ausführen möchte, weil die, was ich bin Segler und das Schiff würde jetzt in die Piratenbucht segeln, dann kann man sagen, ich springe über Bord und möchte die Befehle nicht ausführen. Dann ist man nicht mehr im Spiel drinne. Aber klar, man gewinnt als Team, wenn das Schiff dann doch eben in die richtige Richtung fährt. Und dann haben wir hier noch so Durchsuchungen, da sieht man auch mal, wer welche Rolle hat. Also es sind nette Sachen mit dabei, die mir wirklich gut gefallen. Erster Look war auf jeden Fall für mich positiv, für die anderen, für viele andere auch. Die Piraten, wie gesagt, waren eher so lala. Dennoch kann ich verstehen, warum viele dieses Spiel auch mögen. Es ist für mich nur noch mal die Frage, wenn man jetzt einmal Navigator oder Leutnant war, dann hat man auch dienstfrei. Ja, dienstfrei bedeutet, man kann nicht die Rolle nochmal bekommen, um eben diese Infinite-Spirale, also diese unendliche Spirale, zu vermeiden, dass der Captain immer wieder die gleichen Leute wählt. Weil das wäre dann doch ein bisschen komisch. Problem ist natürlich, wie hoch ist der Spielspaß bei den Leuten, die selten Kapitän werden, oder vielleicht sogar nie, nie Leutnant oder nie Navigator. Das müsste ich nochmal zeigen. Ich hoffe allerdings, dass ich dieses Spiel öfter auf den Tisch mal bekomme. Mit öfter meine ich vielleicht so drei, vier, fünf Mal im Jahr. Viel mehr wird es wahrscheinlich nicht werden, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass ich dieses Spiel zu fünft spielen werde, sondern ich denke, so 8 bis 10 sollte man schon, glaube ich, bei dem Spiel sein. Und wenn das dann eben der Fall ist, dann freue ich mich. Also erster Eindruck von meiner Seite aus positiv. Wenn ihr zu dem Spiel auch noch eure Gedanken habt, was euch an dem Spiel gefällt, vielleicht auch was euch nicht so gefällt, wie seht ihr das Balancing? Gerne in die Kommentare. Ich lese mir das durch. Ich freue mich auf nächstes Mal. Alles Gute.